Hallo, was machen Sachen? Ja, kleines Wort, bevor wir mit der Animation starten. Ich wollte das einfach nur mal nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Einfach, dass ihr gerade so viel Support da lasst auf meinem Kanal und dass euch auch die Animation so gefällt. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, eine Animation hochzuladen, weil ich, gut, der ein oder andere Künstler kennt das vielleicht für sich. Ich habe mir das wahrscheinlich einfach selbst viel schlechter geredet, als es ist. Ich habe so viele nette Kommentare erhalten, das war schon echt schön. Und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Gesagt, das motiviert einen auch natürlich, weiterzumachen. Und ja, ich denke auch, das ist der Plan, dass ich hin und wieder Animationen machen werde. Animationen dauern halt ein bisschen länger wie alles andere. Und ich suche noch einen geeigneten Programm und einen geeigneten Workflow, dass das halt flüssig funktioniert. Aber da wird es immer mal ein bisschen was geben. Ich weiß noch nicht genau, was man animieren könnte, was man animieren sollte, dass man immer mal ein bisschen Abwechslung auch haben, aber ich fand gerade die Clips eigentlich ganz nice, weil es immer so kurze Clips sind, auf die man sich fokussieren kann und die lassen sich schön eingrenzen, so maximal eine Minute. Da kann man sich schön drauf fokussieren und nichts Längeres, wo man dann halt auch mal ja, den Faden verliert. Das passiert mir ja des Häufigeren. Und ja, dafür vielen, vielen Dank und ich will euch nicht weiter aufhalten. Viel Spaß mit dem Video und der Animation. Spotify will so eine Kampagne launchen und wir hätten die Chance, auch so einen kurzen Trailer aufzunehmen. Okay, okay, okay. Wir kriegen das schon hin. Hallo, ich bin Rezo. Warte, lass jeder eine Silbe. Ha! Edelo. Du weißt nicht, wie man Hallo ausspricht, Digga. Ha, Elo. Ich bin ready. Hallo, ich bin Rezo. Und ich bin Julian. Kann ich einfach vielleicht anfangen? Ja, fang du nochmal an. Hey, ich bin Rezo. Aber du bist nicht Rezo. Okay, mach einfach, mach, ist mir okay, egal. Okay. Hey, ich bin Rezo. Und ich bin Julian Bam. Und wir sind hobbylos und wir reden über die wichtigen Dinge. Wie zum Beispiel? Aktien. Philosophie. Fragen zu rund um den Körper und die Liebe. Alles, was du für dein Leben brauchst. Uns gibt es immer am Samstag auf Spotify. Jetzt klicken, um die neue Folge reinzuhören. Nee, reinzuhören. Also langsam wird es auch kompliziert. Ich finde, Deutschsprache ist eh schon kompliziert mit Daddy, das, Bruder. Drei verschiedene Artikel, was soll denn das? Im Englischen haben wir zum Beispiel nur the. Wir? Was heißt wir? Also, bist du jetzt Engländer oder was? Ich bin einfach international. Du stellst dich jetzt einfach auf die Seite, nur weil das jetzt gerade die cooleren sind? Ich stehe vor. Du bist hier Allmann, Digga. Du bist hier Daddy, das. Da lasse ich dich nicht raus. Du hast immer so Tier-Stories. Ja, stimmt. Ja, du hast ganz weirde Verhältnisse zu Tieren. Haiwan-Stories. Haiwan? Haiwan. Haiwan. Das heißt Tier. Ich muss mich manchmal ein bisschen educate mit Sprachen, die ich selber nicht richtig ausspreche. Ah, das ist nämlich was für eine Sprache? Türkisch, glaube ich. Du weißt nicht mal, welche Sprache. Das ist wirklich so der Halbwissen-Podcast. Ich bin in einem Jugendzentrum groß geworden. Und da ging es oft um Tiere? Das ist doch keine Begründung. Nein, die haben Haiwan gesagt, wenn man halt so voll. Ja, vielleicht heißt es Hurensohn. Du weißt doch gar nicht, was es heißt, wenn die das oft zu dir gesagt haben. Fächer ist auch so eine Erfindung, die so, zu den Erfindungen gehört, die so super simpel sind, aber so zeitlos. Ja. Es ist ja immer noch nichts Besseres eingefallen als ein Fächer. Ventilator? Touché. Sag das Alphabet mal rückwärts. Guck mal, wie lange du brauchst. Z, Y, X, W, V, U. Boah, Digga, viel zu schwer. Ja, T, U, R. Boah, Q? Nee, ich weiß gar nicht, wo Q ist im Alphabet. Das wusste ich aber noch nie. Warum lachst du? Wie du einfach so stolz sagst, das wusste ich noch nie. Manche Sachen mit Urin sind ja falsch. Also wenn du irgendwie einen Biss von einer Qualle hast, dann bringt es gar nichts, da drauf zu pissen. So ein Joke gewesen, oder? Wären wir vor einem Jahr, wo ich das noch nicht wusste, dass das Quatsch ist, wären wir am Strand gewesen und du würdest aus dem Wasser kommen, so aua, aua, guck mal hier, mein Bein. Ich hätte dich sofort angepisst. Verstehe ich, dass du so weird bist? Ich hätte dich auch gebeten, mich anzupissen. Ja, und wenn die Qualle in deinem Gesicht wäre? Hätte ich auch gesagt, piss mir ins Gesicht. Aber stell dir vor, die Qualle wäre in deinem Mund. Weißt du was, im Notfall hätte ich auch gesagt, Ju. Bitte, sag es. Ich kann's nicht. Bitte piss mir in den Mund, Ju. 10.000 Menschen verloren im See.
Gibt es da einen Song, der so geht? Nee, aber könnte echt sein. Was? Von Max Giesinger. Max Giesinger voll, wollte ich auch gerade sagen. 10.000 Menschen verloren im See. Ganz liebe Grüße an Max Giesinger an der Stelle. Ey, Max, an der Stelle, du kannst den Track haben. Du kannst ihn gerne haben. Wir sind Gönner. Ja. Mach was draus. Bist du ein Psychopath? Wir machen die Teste-Dich-Umfrage jetzt, okay. Wie verhältst du dich gegenüber Fremden? Die meisten Menschen langweilen mich, außer sie können etwas für mich tun. Ich habe die ein oder andere Angewohnheit, die auf Ablehnung stoßen könnte, und ich verberge vieles. Ich kann ein wenig schüchtern sein, aber sonst normal, denke ich. Ich finde es so schön, dass du auch die Stimmen dem anpasst, was die Antwort ist. Man merkt, dass du Synchronsprecher bist. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Synchronsprecher. Lachende Spanier. Hey Ju und Rezo, letzte Podcast-Folge habt ihr euch ja gefragt, wie Spanier wohl lachen. Letztes Jahr kam ein Spanier neu in meine Klasse und anstatt ha 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 macht der Kollege einfach ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Also fetische Raten geht so, wir haben hier eine Liste von den Fachausdrücken für Fetischen und jetzt können wir beide raten, was das ist, weil wir die Auflösung noch nicht kennen. Das heißt Klismaphilie. Ah, da steckt ja so offensichtlich Klit drin. Nee, Klismaphilie. So wie Prisma. Prisma. Oh. Ey, wir sind beide so gleich dumm, ne? Und so gleich. Bist du gerade beim Lachen gerüllt? Ja, ist mir auch noch nie passiert.